Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute ist Montag. Das heißt, es wird wieder Zeit, dass wir uns die Xbox Highlights der Woche anschauen. Genauer gesagt vom 7. bis zum 13. November. Okay, zugegeben, ganz so viel ist in diesen Tagen jetzt nicht los. Trotzdem, 4 Spiele habe ich euch mal rausgesucht und 2 Highlights sind auf alle Fälle mit dabei. Los geht es morgen am Dienstag, dem 8. November, mit 2 Spielen. Der erste Titel ist Sonic Frontiers von Sega mit dem weltbekannten blauen Igel Sonic the Hedgehog in der Hauptrolle. Der Igel besucht Starfall Island, eine recht große Spielwelt mit 5 offenen Zonen, und er ist natürlich mal wieder auf der Suche nach den Chaos-Smaragden. Zum Spielprinzip muss man, denke ich mal, nicht mehr ganz so viel sagen. Ist ja wirklich nun eine Klassikerreihe. Auf jeden Fall, Sonic sah bislang noch nie so gut aus wie hier in Sonic Frontiers. Der zweite Titel ist Return to Monkey Island und der Release kommt jetzt ein bisschen überraschend, wurde erst letzte Woche angekündigt. Der Titel ist ja bereits im Sommer für PC und Switch erschienen. Da dachten alle, okay, das ist wieder so ein Zeitexklusivitätsding, Xbox-Version frühestens in einem Jahr. Nix da. Jetzt ist es schon soweit und der Titel erscheint auch direkt im Xbox Game Pass. Wunderbar. Ansonsten, das Spiel knüpft direkt an den ersten beiden Teilen der Reihe an. Die Spiele, die danach erschienen sind, die werden geflissentlich ignoriert. Das heißt einmal The Secret of Monkey Island 1990 und Monkey Island 2 LeChuck's Revenge aus dem Jahr 1991. Fans müssen sich so ein bisschen umstellen, denn die Grafik, der Grafikstil hat sich deutlich geändert, was auch in der Fan-Community so ein bisschen für Irritation gesorgt hat. Da gab es so ein bisschen Ärger in den letzten Wochen und Monaten, haben wir auch darüber berichtet. Aber ganz ehrlich, man sollte sich mit dem neuen Grafikstil ganz, ganz schnell anfreunden, denn dahinter verbirgt sich wirklich ein erstklassiges Adventure. Pirating is in my blood, like adrenaline or stale grog. I've been in enough scraps to fill a dozen scrapbooks. I've got stories about ships, fights, love, treasure, betrayal, and root beer. But how about one that has all of the above? My name is Guybrush Threepwood, and this is a story about the time I finally found the secret of Monkey Island. Guybrush Threepwood. Thank you.
Weiter geht's am Mittwoch, dem 9. November mit Super Wooden GP vom spanischen Studio Viuda. Der Titel ist ein Rennspiel mit isometrischer Perspektive. Das heißt, man schaut so schräg von oben drauf. Somit erinnert der Titel recht stark an das letztjährige Art of Rally oder auch an die Klassikerreihe schlechthin Micro Machines. Bei Steam hat das Spiel schon eine relativ längere Geschichte. Vor 2 Jahren erschien Wooden GP, letztes Jahr dann Super Wooden GP. Und beide Titel haben von den Spielern durchaus gute Bewertungen bekommen. Nächstes Jahr soll sogar bereits Super Wooden GP 2 folgen. Der Preis für die Xbox-Version ist aktuell noch nicht bekannt, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass er so ähnlich sein wird wie bei Steam, also irgendwas so um die 10, 12 Euro. Und ganz ehrlich, damit macht man dann am Ende auch gar nicht mal so viel verkehrt. Am Donnerstag, dem 10. November, erscheint dann der Police Simulator Patrol Officers und darin schlüpft man in die Uniform des Brighton Police Departments. Nicht das Brighton in England, sondern ein fiktives Brighton an der US-Ostküste und man durchlebt da so den Alltag eines Streifenpolizisten. Angefangen bei Parkverstößen bis hin zu wilden Verfolgungsjagden ist alles dabei. Insofern wird hier eine recht große Abwechslung geboten. Im Sommer erschien ja bereits der Autobahnpolizeisimulator 3 und die Titel sind so inhaltlich recht ähnlich, beides auch von deutschen Entwicklerstudios. Aber der neue Police Simulator, den es schon seit einem Jahr für den PC gibt, macht technisch eine deutlich bessere Figur. Bin mal gespannt, ob der Titel auch spielerisch einiges zu bieten haben wird. So, und damit bin ich für diese Woche auch schon durch. Habe ich irgendwas vergessen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und verratet mir dort auch gerne, auf welches Spiel ihr euch am meisten freut. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video wie immer gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder wenn noch nicht, geschehen, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.